Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airborne Kingdom. So, ich habe so ein bisschen Wasser nachgetankt. Die Oase ist leer. Unser Tank ist zwar nicht voll, aber es geht so einigermaßen. Ich habe gesehen, wir haben so doch so ein bisschen. Geht nach hinten weg, so ein bisschen runter. Das ist nicht so gut. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich muss noch ganz kurz wieder auf die Karte gucken. Ganz kurz, ganz kurz. Bei mir ist alles ganz kurz. Was ist denn los? Extreme Schwierigkeiten heute mit der Orientierung. So, Moment, Augenblick. Jetzt gucke ich mal. Das sieht zumindest schon ein bisschen besser aus. Sorry, muss nochmal in die Karte luken. Wir sind nämlich so vollkommen. Wir sind da gestartet, das darf man keinem erzählen. Ne? Irgendwie bin ich so. Okay, beet. Warum? Und laut Karte, so wenn ich das richtig interpretiere, bin ich immer noch nicht richtig unterwegs, ne? Ach. Ja, das ist. Ich vertue mich jedes Mal mit dem. Mit der Markierung. Das ist unser. Aber davon abgesehen, wir sind tatsächlich so etwas besser unterwegs. Vor allen Dingen, ich sehe da gerade, die nächste Oase ist zwar noch weit weg, aber es kommt so langsam in Reichweite. Und ich kann hier nochmal das Auge schweifen lassen. Was ist das? Eine uralte Ruine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die noch nicht... Uralte Ruine, ne, die kennen wir schon. Okay, jetzt kam ich so ein bisschen ins Grübeln. Sie sagte mir so, nee, das kann eigentlich nicht sein. Die Relikte sind auch gefunden. Wir schicken schon mal unsere Piloten los, damit die schon mal mit der Tankerei anfangen können. Ich richte den Flieger mal so ein bisschen aus. Unser Königreich. Unser fliegendes Königreich. Okay, also hier waren wir auf jeden Fall schon. Da ist eine Siedlung. Segelverbesserer. Erhöht Antrieb um 50%. Technologiebaum öffnen. Genau. Das wäre das Thema. Ich mache mal ganz kurz die Pause, damit wir in Ruhe gucken können. Ich brauche ein bisschen mehr Auftrieb. Das ist hier alles auf Maximum. Diese Ballone, was brauchen die? Erzeugt Auftrieb und liefert 5. Baukosten? Moment. Gut, die sind in 2 Stunden erforscht. Das Ding braucht wahnsinnig viel Treibstoff. Dafür keine Arbeiter. Moment mal, liefert 25, der liefert 5. Das ist im Prinzip eigentlich so gut wie nichts. Flügel, die liefern 15, immerhin, das ist schon mal besser. Ventilator, moderater Treibstoff, ein Arbeiter, liefert 30. Ist ein Argument. Also erforschen, ja, ne, dann gucken wir mal. Aber ich glaube, wenn ich das hier so vergleiche, die Person, die da angezeigt wird, die da benötigt wird, als Baukosten, also die Person braucht man auch, soweit ich weiß, dann für den Betrieb. Also nicht nur Baukosten von den Materialien her und wie viele Arbeiter brauchen wir, sondern auch wie viele Leute werden dafür benötigt. Hier wäre natürlich der Vorteil, erstens mal kein Treibstoff, geringe Kosten, du brauchst einen Arbeiter, also genauso wie hier, für den Betrieb des Ganzen. Hier haben wir auch keinen Treibstoff, benötigen aber 2 Arbeiter, bringt aber immerhin das Dreifache von dem.
Und da wir immer zwei brauchen, wären das vier Leute weniger. Weiß nicht, ob nur noch vier Leute dann, ne, für die Fliegerei. Und na gut, wir könnten natürlich neue Leute rekrutieren. Unterbringungsmöglichkeiten habe ich ja in der letzten Folge geschaffen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber dann haben wir wieder Problem Wasserverbrauch. Ja, wir kommen früher oder später sowieso dahin, weil wir brauchen ja wenigstens 150, um hier zum Abschluss da zu kommen. Von daher wäre es eigentlich egal, so gesehen. Wäre es eigentlich egal. So, aber ich muss hier, ne, also ich will hier auf jeden Fall dieses Durchhängen ausgleichen. Möchte jetzt aber auch meinen Kohleverbrauch jetzt nicht unbedingt, ja, ins Bodenlose treiben. Ach, ich habe ihn wieder vergessen. Hier auf dreimal und so. Entschuldigung. Bin vergesslich. Leider Gottes. So gelegentlich. Du bleibst doch schön hier in der Nähe. Wir müssen hier tanken. Wie sieht's denn aus? Dank, nein, ich tue mich mal mit dem Auftrieb hier. 158 und so. Ja, die sollen erstmal ein bisschen da was machen. 29 haben wir noch. Ja gut, jetzt 25. Es wird ständig weniger, logischerweise. Okay. Ballon erforscht. Technologiebaum öffnen. So, Auftrieb. Ja, da, man erfährt immer wieder das Gleiche. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ganz ehrlich. Um in diesen Auftrieb zu kommen, brauche ich davon drei Stück. Dann habe ich drei Leute darum. Nee, das machen wir nicht. Dann würde ich eher sagen, ich nehme Sohn ein. Und also zwei davon. Oder zur Not hier so ein Ventilator. 15 Holz. Okay, okay, okay. Das wäre halt dann der Kompromiss. Mit zwei von diesen Ventilatoren oder vielleicht auch nur einen. Müsste ich mal schauen. Oh. Sehr gut, Oase ist komplett dicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Achso, müsste noch was anderes erforschen, neue Ressourcen. Ja. Durchaus. Uninteressant, das haben wir gerade gemacht. Antrieb haben wir alles erforscht, aber wir setzen hier schon nicht alles ein. Könnte hier für die Ruder noch was machen, aber ob das wirklich was bringt, ist die andere Frage. Sehnsüchte sind jetzt erstmal nicht so ganz wichtig. Glaube ich. Geistheiler, Moment mal. Kurzität 10, erforscht 64. Ja, aber das ist erstmal nebensächlich. Also. Komm, das machen, dann nehmen wir eben noch mit. Glaube ich nicht verkehrt. Ja, ich wollte gucken, von wegen, wie sieht das damit aus? Auftrieb. Also, wenn ich hier so einen Ventilator nehme und ich dock das Ding da dran. Nein, wieso denn 3 Grad nach vorne? Wir bauen das Teil mal. So.
Ach ja, nee, ist richtig. Klar, nach vorne, logisch. Wir hatten ja erst. Macht so viel nach vorne aus? Ein bisschen zu viel des Guten, ne? Ganz so gut. Mann. Ein zurück? Nee. Zurück haben wir ja das Problem. Drei zurück? Geschickt. Ich den. Ist mir da im Weg. Was soll das? Hallo? Meine Mühe. Das ist ja fürchterlich. Oh, die Maus. Maussteuerung ist aber auch manchmal ein bisschen wild. Wieso kriege ich denn das da jetzt nicht da dran gedockt? Ah, jetzt. Mann. So. 2,0 Grad vor. 2 nach links. Und dann setze ich den Vogel doch hier hin. Zur Not muss ich da die Paddel da irgendwie noch verschieben. Das ist auch kein Problem. Nur da muss ich halt 2 anbringen. Dann ist das einfach so. Ready up. Sorry, dass das gerade so ein bisschen wild war, aber. Nee, Auftrieb, nicht Antrieb. Jetzt hat er Neigungs 1 vor. 2 vor. Okay. Ich versetze die mal. Hier so hin. Gut. So. Welche machen wir da? Wait. So. So. Ja, es hängt da nach vorne durch. Das ist ja auch seltsam. Okay, dann schauen wir mal. Also. Hä? Das ist doch nicht wahr. Ja, manchmal, ne? Nein. Ich will das verschieben. Ich muss das verschieben, vielmehr. Es ist ein Kreuz. Mit mir. Gebe ich ja zu. So, also. Das Teil dahin. Den verschiebe ich mal irgendwie hier so hin. Eine Verschieberei im Augenblick. Heute ist die Schiebefolge. So, oh. War jetzt aber Zufall. Nee. So, das ist 2 weiter. Okay, dann machen wir da noch einheitlich erstmal. So. 4 vor. Achso, nee, ich wollte ja hier hin. Genau. 2 vor. 1 vor. Leck mich doch sonst wo. Entschuldigung, aber so langsam habe ich hier den. Hab doch so ein bisschen auf.
muss man doch irgendwie ausgeglichen bekommen hier. So, dann machen wir das so. Ist jetzt zwar überhaupt nicht mehr symmetrisch, aber Hauptsache der Vogel ist einigermaßen vernünftig in der Luft. Ja, jetzt haben wir das symmetrisch. Nicht mehr symmetrisch, aber der Vogel ist halt, ne, so wie es aussieht. Ja, der hängt eigentlich wieder nach vorne so ein bisschen durch, oder? Nee. Ja, sagt mir 0 nach rechts und 0 nach vorn. Okay, dann muss das so sein. Ja. Ja, sorry dafür, dass das jetzt hier Stunden gedauert hat, aber das war jetzt ein bisschen wild. Und doch, ist es auch wieder schön waagerecht. Okay. Man lernt halt auch in diesem Spiel immer noch ein bisschen was dazu. Blöd ist natürlich jetzt hier, ne, von wegen, dass wir nicht weitergekommen sind. Ärgerlich. Eine unbekannte Siedlung. Ich habe 6 Untätige. Wir steuern da mal hin. So ein paar Männikes mehr wäre nicht verkehrt. Und wir kommen sowieso nicht aus der Nummer raus. Hier von wegen Wasser nachtanken, Nahrung besorgen und so weiter und so fort. Das muss halt immer mal wieder sein. Das sieht zwar noch einigermaßen okay aus, aber da müssen wir auch wieder ran. Hier sieht es auch schon wieder nicht ganz so toll. Aber da sehe ich Wasser, da könnte ich wieder was besorgen. Ressourcen, Moment mal. Ressourcen, sag ich, ne, hier lernen und so. Sehnsüchte. Nutzen wir noch nicht, aber vielleicht kommt ja der Tag. Ja, obwohl ich glaube, bin ich so ganz sicher. Ich mache das hier. Egal. Im Prinzip ist es eigentlich schon fast egal. Wir sind mehr oder weniger durch. So, eine kleine Gemeinschaft wird entdeckt. Und wir schauen mal nach Leuten, ob die hier vielleicht mitmachen möchten. 2 wollen unbedingt mitkommen, einer ist neugierig, wie immer. Die ersten beiden nehmen wir mit. Er kann bleiben, wo er will. So. Na, was ist jetzt los? So, wir können nach Hause zurück. So, nicht so, was da steht. Okay, dann war Wasser das nächste Thema. Wir haben wieder 8 Untätige. Hätte er doch hier irgendwo Wasser entdeckt. Bin mir relativ sicher. Was ist der? Alles gefunden. Also hier sehe ich hier irgendwie nichts, was in Richtung weitere Wunder hindeuten würde. Und ansonsten, ich glaube, hier sind wir durch. Genau.
dann würde ich mich dann halt auf den Weg in diese andere Region hier aufmachen, damit wir das hier abhaken können. Und ich glaube, ich mache das so, ich werde hier jetzt auftanken. Dann machen wir uns auf den Weg, also mache ich mich dann halt auf den Weg offscreen. Wo ist unser Vogel? Da. An dieses andere Gebiet schon mal anzuknüpfen, ne? Dass wir da schon mal so halbwegs auf dem Weg dorthin sind. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Wenn ich jetzt den ganzen Weg da nochmal fliegend, euch da zu zeigen, wie man da hinfliegt, das muss ja auch nicht sein. Das kennen wir alles schon. Von daher würde ich das dann so handhaben, dass ich das offscreen mache, bis wir dann da halt, ne, vor Ort sind, und dann geht's dann da weiter. Okay, das war's dann erst einmal für diese Folge. Die war nicht so ganz, geht so in die ganze Dolle. Ja, ich habe mich mit dem Ausrangieren da, ne, mit dem, dass das hier in Waage ist, mehr oder weniger beschäftigt und mit anderen Dingen. Als das, was wir eigentlich so vorhaben, nämlich das Finden von Wundern und so. Okay. Nun gut, es ist, wie es ist. Hilft nicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Vielen, vielen lieben Dank für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Ich bin raus für heute. Ich glaube, ich mache erstmal so ein kleines Päuschen und dann geht's weiter. Bis dahin, macht's gut, nutzt und genießt die Zeit.